Und aufnahmebereit. So, Leute, willkommen zurück bei Racketeer. Und ja, mir fällt gerade auf, wir haben erst den dritten Schritt für das nächste Dungeon. Das nächste Dungeon ist noch nicht frei. Noch nicht. Aber viel fehlt nicht mehr. Und ich hoffe, dass das jetzt sehr schnell geht, das letzte, was noch fehlt, zu machen. Und den Blicken kommt nicht behalten. So. Walls, Tables, Change Tables, genau. Legendary. Boom. Jetzt zieh ich durch. Also wer da nicht denkt, ich bin arm, da weiß ich auch nicht mehr, den kann man nicht mehr helfen. Das hat einfach nur Style. Hey, hoi Racket! Große Neuigkeiten, richtig große Neuigkeiten. So, wir haben gerade das neueste Dungeon freigeschalten. Was zur Hölle geht denn hier schon wieder ab? Hast du irgendwie in der Lotterie gewonnen oder was? Nein, ich habe diese Woche verloren. Selbst mit 10 Tickets. Aber deshalb bin ich nicht hier. Die Gilde hat ein neues Dungeon gefunden, ein richtig großes. Hä? Wieder? Haben sie nicht erst vor kurzem den Embergarten gefunden? Ja, aber etwas ist merkwürdig an diesem. Was ist denn merkwürdig? Die Treppen? Nicht sowas. Niemand kann hinein. Hä, aber wenn ich mir hinein kann, woher wollt ihr da wissen, dass es ein neues Dungeon ist? Der Eingang wurde versiegelt, also muss dort irgendwas drin sein. Das macht irgendwie Sinn. Egal, ob es Sinn macht oder nicht, wir kommen sowieso nicht rein. Und wir sollten die Nummer halt. Sag to get details before you spread. Du sollst sie erstmal Details beschaffen, bevor du auch irgendwelche Gerüchte hörst. Nun. Ist nicht gut, dass ihr es so schnell erfahren habt, Leute? Merde. All diese. Erdbeben. Sieht aus, als sei es wieder vorbei. Okay, ich bin okay. Louis ist. Wo ist Louis? Oh Gott. Louis ist unter die Counter gefallen. Wie kann er denn unter bisschen unter Kartons fallen? Der hat wirklich kein Glück. Willkommen. Ja. Ach du. Du wolltest Schätze? Okay, hier kriegst du Schätze. Und dann haben Statuen. 200. Hallo, Mrs. Kapitalist. Innerhalb 3 Tage zweimal nach. Null Problemo. Ja, wir haben Waffen. Das Problem ist nur, dass du dir sie dir nicht leisten kannst. Warum ich es bei ihr nicht riskiere? Weil es gerade eben das allererste Mal, weil ich ihr was verkauft habe, ohne da ins Minus gehen musste. Deshalb bei ihr bin ich ganz vorsichtig. Ich will sie auf keinen Fall verärgern. Ich glaube, mit dem konnte ich sogar bis 260 hoch, bin mir aber nicht sicher, deshalb 250 passt schon. Oh, der wollte Rüstung. Habe ich die Rüstung überhaupt? Ja, aber sie ist insgesamt nicht wert. Eigentlich ist das schade, dass sie im Moment nichts wert ist. Bitte eine Waffe. Ja, so eine Waffe. Wird sie wahrscheinlich sowieso nicht kaufen können. Dachte ich mir. Cool. Oh, der will diesen Stab. Er will ihn. Kalio? Das wirst du ja wohl zahlen können. Willkommen. Ozean Wallpaper. 50.000? Niemals! 30.000. Dachte ich mir.
Ein guter Moment existiert sowieso kein Kombo daher. In dem Moment ist es ganz recht, dass die Leute nur was verkaufen, weil ich jetzt ein bisschen Ausrüstung für den nächsten Dungeon-Lauf brauche. Halt. Ah, da, die Taste war's. Okay, also. Wir haben den Hurricane-Bogen, wir haben Silber, wir haben Brustplatte für den Notfall. Armbänder haben wir nicht, egal. Alles, was ich fürs Erste brauche, habe ich. Ich könnte jetzt die anderen absuchen, aber das ist mir gerade ziemlich egal. Ich krieg noch eine Möglichkeit daher. Bogenmeister Achtiel mit einem Butch dann schnapp. Die könnte sie theoretisch klappen, aber Brustplatte passt auch gut. Und Mütze. Mal sehen, da hätten wir das. Das werde ich nicht. Okay, dann schnappen wir uns noch das. Falls irgendwer wundert, ich mache jetzt sie erstmal total unter Droge setzen. Genau. Im schlimmsten Fall brauche ich jetzt ein bisschen Mist, aber nur im schlimmsten Fall. Ah. Das ist alles der Eingang. Ja, die Tür ist versiegelt. Sie lässt sich anscheinend nicht öffnen. Ja. Das, ich dachte, irgendwas kann. Was warte schon wieder ein Erdbeben? Jetzt wissen wir, wie es, wodurch das Erdbeben ausgelöst wird. Und rein ins Dungeon. Der Obsidian-Turm. Ups. Also, das hier und use. Erstmal den totalen MP-Boom. Ausrüstung sieht da besser zu. Darf ich vorstellen? 2, 3, 4, 5, deshalb liebe ich sie. Sie muss zwar ihre Angriffe aufladen, aber aufgeladen sind sie einfach nur der reinste Hammer. Und dann Fähigkeiten. Bam. Nummer 2. Verfolgungspfeil. Das aus dem Bosskampf und die ist einfach geil. Na gut, bei solchen Gegnern kann es problematisch werden. Bam. Aber nur so leicht. Also komm, hau zu, komm. Ich weiß, dass du es willst und ich weiß, dass du es kannst und ich weiß, dass ich sowas von verprügeln werde, wenn du es versuchst und zwar richtig. Bam. Außerdem fünffacher Schaden, wenn es direkt von vorne trifft und sie fließt dann auch noch nach hinten. Das heißt, ich bin erstmal gegen jede Richtung gefeilt und bam. Daher, Thiel ist kampftechnisch eine, die ist aus meiner persönlichen Sicht ziemlich vorteilhaft. Sie ist nicht die stärkste und sie hat sonst nicht so viel zu bieten, weil sie, glaube ich, auch nicht wirklich viel aushält. Aber was das angeht, als Weitwache hat sie einfach einen großen Vorteil. Nicht gegen alle Gegner, aber gegen einige Gegner hat sie damit einen großen Vorteil. Gegen die nicht. Ah, das ist das ein gebrochenes Siegel? Ich glaube, das ist ein gebrochenes Siegel. Bam. Wir fehlen eigentlich nur noch 2 Charaktere, die ich kriegen muss. Ne, 3. Dann hätte ich alle. Gut, einer ist kein Problem. Der andere dagegen dürfte noch ein kleines Problem werden. Weil ich ihn normalerweise bis zu der Zeit eigentlich schon hatte. Bei den Gegnern ist das eigentlich ganz praktisch. Mich nicht mal umdrehen, um zu schießen und kann beim Weglaufen aufladen und dann losschießen, ohne dass sie mich treffen und nerven. Bam. 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 Also, Thiel ist unter allen Kämpfern eigentlich mein Liebling. Bam. Und irgendwie kann ich mich an diese Musik jetzt direkt nicht erinnern, aber sie ist gut. Also hier ist nichts, das heißt in der kompletten Ebene treffe ich Hiragi oder wie sie auch immer hieß nicht.
Ich meine, schaut euch die Charaktere mit denen wir an. Ich meine, wir haben ein kleines Elfenmädchen, wir haben ein kleines Menschenmädchen und wir haben eine kleine Fee. Die wahrscheinlich schon über 100 ist, aber egal, wir haben nur kleine Charaktere. Yay! Willkommen im Himmel. Und wahrscheinlich bis auf die Fee alle auch noch minder werden. Die minder hier heißt. Doppelte HP. Angriff ab für alle. Von wo kommst du? Von der Variante gibt es auch zwei, aber die zweite kommt erst etwas später und ist nicht unbedingt die ungefährlichste. Oh, schon wieder Dungeon-Ausgang? Das geht ja schnell. Ich will noch nicht. Ich will gucken, ob ich mein Kimono-Mädchen kriege. Wenn ich sie einmal getroffen habe, kann ich die dann den Dungeon ruhig wieder durchrennen. Ein Hoch auffallen. Mögen sie mich nicht treffen, aber den Gegner immer wieder in diese Situation bringen. Halt, nein! Na gut, man kann sich verfehlen, wenn man zu dumm ist, um gescheit zu sein. Und trotz guter Ausrüstung machen die Gegner immer noch ganz guten Schaden auf sich. Heißt, kann sie zufällig ja, sie kann Schalschäde tragen. Praktisch. Jedes Stück Ausrüstung, was sie kriegen kann, ist hilfreich. Alles abgewehrt, aber egal. Nächster Bam. Beide Seiten, den noch mal einer rein. Bam. So, und dann ist der fertig. Auge tot, Gegner tot, alle glücklich. Na gut, der Gegner ist nicht unbedingt glücklich. Bam. Mal, das war ein Armband. Sie kann mit Sicherheit Armbänder tragen, oder? Ja. Starkes Armband. Super. Wenn ich ihr das Zeug auch noch gut verkaufen könnte. Und da ist das größte Problem, weil man ihr einfach so das Zeug schlecht verkaufen kann. Wie ich schon sehr oft erwähnt habe, hat sie den kleinsten Geldbeutel. Ich liebe das nach hinten angreifen. So, da ist nichts, da ist auch kein Ausgang, das heißt schon. Bam. So, jetzt kommen nochmal. Oh, das sind jetzt zwei. Und nächstes nochmal bitte. Ich weiß nicht, wie man mit einem Bogen in die falsche Richtung schießen kann. Würde mich mal interessieren. So, mal auf ein anderes hier. News. Willow West will appear soon. Enjoy. Was das zum Teufel auch immer bedeutet. Ich habe keine Ahnung, was sie mit den Irrlichtern machen. Ich habe keine Ahnung, was sie bringen. Falls es jemand weiß, kann das mir gerne erklären. Weil ich will wissen, was das ist. Weil einer der wenigen Inhalte, die ich mit ihr einfach nie genutzt habe im Spiel, weil ich keine Ahnung habe, was das jetzt genau bewirkt. Bald werden die Widow-Wisp auftauchen, wenn das einfach nur lang genug warten bedeutet. Dann sollten wir jetzt schon zu lang warten. Und ein Hurricane-Bogen, das heißt den sie gerade zeigt, den ich gekauft habe. Ich sag ja, sobald man diesen Dungeon erreicht, hat man keine Geldprobleme mehr, weil in dem Dungeon kriegt man das erste Mal wirklich effektiv die richtig gut teuer verkaufenden Sachen. Daher lohnt sich wirklich in denen Dungeon das ganze Zeug zu farmen und davor einfach die
Dungeon auch möglichst zerbrechlich zu rennen und dann erst später, wie sagen wir mal, auf Geld zu bauen. Und davon nur genug zu verdienen, um das sich nochmal gerade so schaffen zu können. Lohnt sich. Oh, so einer. Du kriegst mich trotzdem nicht, Edgy Badge. Meine Nase ist unverwendet. Aber morgen mal das Regenspiel an, das ist nun wieder. In irgendeinem Spiel sagt der Typ wirklich Edgy Badge und irgendwas mit unverwundbar. Ich weiß nicht, was wirklich seine Nase war, aber. Der sagt, dass muss man irgendwas machen, dann war er kurzzeitig nicht mehr unverwundbar und dann ging's, der Boss macht das Ding nicht los. Dann weiß einfach nicht mehr, welches Spiel gerade ist. Na egal, wir sind jetzt hier gleich beim nächsten Boss dieser Etage. Ei! Kürbiskopf. Versucht es nur. Ah, das hofft auch schon die zweite Variante. Der Gegner. Okay. Aber wieso können diese Teleporter Sachen? Ach, das kann der Boss gut, schön zu wissen. Quatsch. So, noch eine Runde. Au! Das kriegst du zurück. So, versuchen wir tot. Ab in die nächste Etage. Ich meine, die Taschen sind noch nicht voll. Enemies, Defense Power, Double. Schlimmer, ich glaube, ich weiß, welcher Boss auf dieser Etage lauert und der ist einfach böse. Und spring nochmal, danke. Komm, ich weiß, du lebst noch, also drauf gefällt, danke. Oh, jetzt sind die Tassen voll, okay. Ich weiß, dass du nicht mehr fragen kannst, wir drücken hier allerdings nicht davon ab, noch mehr einzusammeln. Aber ich weiß auch schon jetzt, was wir nicht brauchen werden. Die heilen zu wenig. Ein Kochtopf. Also da kann so eine Druide mal schön was bauen, oder? Die Gegner sind 18. Okay, bei der passt das mit dem Level gerade so ein bisschen. Tayaki. Okay, daneben nicht. Wir haben gar keine Süßigkeiten dabei, um MP zu einer. Gut, wie man sieht, sie hat wesentlich mehr MP als Louis. Und das trifft auf die meisten Charaktere zu. Bei Griff und Eldern weiß ich es gerade selbst gar nicht. Jetzt geht's da runter und Kimonomi, tauch endlich auf. Ich will endlich das nächste Gespräch. Damit ich dich endlich in mein Team aufnehmen kann, auch wenn ich nicht mehr spielen werde. Einfach nur damit man sieht, wie man sie kriegt. Gut, die meisten Charaktere sind nicht schwer.
So gesehen, wenn man alle Stadtgespräche macht, ist es überhaupt gar kein Problem, alle Charaktere zu kriegen. Da ist es keiner, bei den Charakteren ist keiner dabei, der irgendwie nur eine irgendeine abartige Bedingung hat, auf die kein Schwein kommt. Ich meine, ich kann es ja schon verraten, ich weiß nicht mal, alle kriegt, die mir bisher bekannt sind. Also, Luis kriegt man als Standard als Ersten. Charm kriegt man nach dem Bosskampf, nach dem zweiten Dungeon. Tiel kriegt man nach dem dritten Bosskampf. Und wie man sich denken kann, Griff kriegt man nach dem vierten. Allerdings ist das nicht so einfach, weil sich nochmal das letzte Dungeon freispielen auch wiederum nicht ganz so einfach ist. Im Grunde ist es so, man muss Tiel retten, dann nachts muss man schauen, dass man zweimal nachts rausgeht auf dem Marktplatz oder dreimal, bis man die Gespräche mit Griff hatte. Sobald man das hat, muss man im Laden dafür sorgen, dass Griff in den Laden kommt. Der kommt nur abends oder nachts in den Laden. Dann muss man einfach nur warten, bis Luik sofort kommt und einen die Nachricht von dem Dungeon erzählt und dann kann man rein. Es ist nicht schwer, man kriegt das nach der Zeit. Allerdings, wenn man es erst in den letzten Runden kriegt, ist das dann doch schon ein bisschen problematischer. Wegen Zeit und Geld kriegen und so, damit man die letzten Zahlungen schaffen kann. Ansonsten Ellen, den muss man einmal mit Charme in der Bar treffen, danach ein oder zweimal auf dem Marktplatz. Auf jeden Fall muss man den nach dem Marktplatz nochmal treffen, dann kommt er in den Laden und gibt einem die Karte. Und das waren, glaube ich, auch schon alle Charaktere. Es gibt... Ah ja, und das Mädchen, was man im pinken Pikino-Mode, das muss man, glaube ich, drei oder viermal im Dungeon treffen. Danach kommt es zu einem in den Laden und gibt einen... Kommt zu einem Laden und dann später kommt es nochmal und gibt einen die Karte. Oder gleich beim ersten Mal. Ja, auf jeden Fall ist es eine der lustigsten Charaktere von den Gesprächen, wie man sie kriegt. Ich meine, das ist einfach nur genial. Ich meine, sie verläuft sich im Dungeon. Sie verläuft sich in den Dungeon und weiß nicht, wie sie nach Hause kommt. Wie ist sie überhaupt hier reingekommen? Na gut, und jeder Charakter hat halt seinen eigenen Kampfstil, der sich so gewissermaßen unterscheidet. Wie man, wenn man wohl nicht gesehen hat, Charm lässt sich ähnlich spielen wie Louis. Ihre Waffe hat halt eine wesentlich kürzere Reichweite, ist auch schwächer, kann allerdings öfters kritischer erreichen und sie kann halt rennen, wenn man zweimal in eine Richtung drückt, kann sie ja ganz schnell rennen. Hier, wie man sieht, mit dem Bogen. Ellen, ich habe keine Ahnung, wie der ist, allerdings wahrscheinlich stark, allerdings sehr auf Nahkampf. Griff, ich habe nicht den leisesten Schimmer, aber ich glaube, der soll angeblich der beste und stärkste Charakter sein von allen. Karl Gül, der Charakter, der einfach komplett für den Arsch ist. Die einzige Möglichkeit, mit ihm Schaden zu machen, ist mit Magie und Magie verbraucht MP. Das ist schon mal das erste Minus. Man kann MP durch normale Angriffe wie sich nochmal wieder aufladen, allerdings sind die Angriffe so ausschlammt, dass es fast nichts bringt. Ansonsten, welchen Charakter hätte ich noch vergessen? Kalieu habe ich. Na, ist halt, dass jeder sich irgendwie anders spielen lässt. Jeder hat seine Vor- und Nachteile. Ach ja. I love my laser. Ah, was ist denn da drin so schön? Was haben wir da drin? Was haben wir da drin? Los, sag's mir, was haben wir da drin? Wieso haben wir so viele dankbare Statuen? Ich brauche sie mir, egal, was haben wir da drin? Und. Peace. Grand Naginata. Wieder so eine Waffe, die sich gut verkaufen lässt. Oder wenigstens zu einem hohen Preis. Oh. Darin weiß ich auch nicht, was drin ist. Okay, da schmeißen wir jetzt weg. Noch eine Fledermaus. Hier haben wir das Zeitglas. Hier sind wir in Ebene 8. Defense Power Double for Everyone. Und das heißt, ich krieg auch weniger Schaden. Hm.
Okay, was haben wir da drin? 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 Ist das Kehrseidenkleidung? Ja. Oh, der lebt ja auch. Ja. Oh. Dafür, dass du mich getroffen hast. Egal, er ist tot. Das heißt, ich bin glücklich. Okay, dafür ist hier, für die Falle ist jetzt eindeutig nicht geeignet. Aber egal, sie ist trotzdem freigekommen. Ja, da kann sich Abdui noch am besten befreien, wenn wir schon mal dabei sind. Eindeutig Verfolgung. Und das hier ist einfach nur ein Pfeilpfiff durchweg, okay. Welches wohl ihr vierter Pfeil ist? Der Master dieser Pfeil ist sowieso noch der beste von allen und verbraucht nur 5 MP, wenn ich, oder? Na gut, verbraucht 8 MP. Aber egal, er hat eine große Angriffsreichweite, er zielt auf möglichst viele Gegner. Daher er ist schon äußerst praktisch. Weißt du, dass da gerade weiße Punkte sind bei den Gegnern? Gut, die kann ich mir sogar selbst erklären. So, danke. Au. Schieß. Ich dachte, die machen 22 Schaden, aber nee, sind nur 2. Beef Bowl. Richtige Heilung. Na gut, das davor ist auch schon irgendwie richtige Heilung. Sie heilt zwar relativ wenig, aber das heilt noch wesentlich mehr. So, nach oben. Wir haben noch ein bisschen Dungeon zu erforschen. Volltreffer mit einem Crit. Hi, hi. Im schlimmsten Fall kann ich dich, das Mädel, nicht treffen. Ah, weiter kann's gehen. Als Problem, falls es gerade einen kurzen Abbruch gab, dass man mich nicht mehr gehört hat, wir sind immer noch an der gleichen Stelle. Leider, auch wenn es hier speichern steht, man kann im Dungeon nicht speichern, man startet dann vom Dungeon wieder. Daher. Oh Gott, ich muss mal schauen, da wieder mal ein bisschen frei kriege. Egal. Jetzt erstmal. Weg, was haben wir jetzt drin? Warte. Breaker Sword. Okay, kenne ich noch nicht. Orange, orange, orange. 16. Und auch noch, ja. So. Das Dungeon wäre damit fast komplett erkundet. Ist nur noch die rechte Ecke. Dann wären wir auch schon in Ebene 9 und langsam glaube ich nicht mehr, dass unser Kimono-Mädchen auftaucht, dessen Namen ich leider gerade nicht weiß. Okay, die Ebene ist erforscht. Also ab in Ebene 9 des Obsidian Towers. Mit dem Cut dieses Levels ist komplett erforscht. Und hier treffen wir das Mädel auf. Ja, diese Statusstärke gibt es auch, dass diese Karte von Anfang an sichtbar ist. Und dass das Mädchen nicht hier ist, erkenne ich einfach schon daran, wenn sie hier wäre, gäbe es ein viereckiges Teil, wo kein Gegner drin ist. Na gut, es gibt 2 Kisten. Und die anderen gucke ich auf Sicherheit trotzdem mal durch. Okay, 14.000, okay. Das kann man gehen lassen. Was können wir hier jetzt wegwerfen, was ich nicht mehr... Okay, weg mit dem, diesem mal Zutaten. Gut, das ist eine Parade-Rüstung. Und wohin? Ah! Ah, nur unten, okay.
Vielleicht auch, weil ich davon noch ein paar Erfahrungspünktchen will. Ja. Scheiße, halt. Perfekt, hat die Fähigkeit einzusetzen. Sie ist ja gegen Massengegner gedacht. Eins, zwei, los Gegner. Komm. Danke. Blauer Schleim, ade. Oh je. Ist da der Boss, auf den ich... Ja, das Schlimmste, das Tentakelmonster, der Horror. Oh, wie ich gerade sehe, ist die HP nicht so extrem hoch bei dem jetzt. So, ich brauche Happy. Ich schätze, man weiß schon, wenn ich ihn nicht mag, der haut nämlich ganz schön rein. Wir sehen, was noch hier noch mit der Fähigkeit und Hoffnung zu treffen. Ganz böse. Mein bisheriger Lieblingsboss. So, rein ins Go-Ho-Home. Und wie ich schon in der Pause gemerkt habe, hoppla. Wir haben trotzdem noch die 20er Taschen. Das heißt, wir haben keine größeren Taschen. Ja, der Break Sword kommt dorthin. Regenbow auch. Und da kommt der Grandi. Ja, wir haben eine Waffenspezialisierung. Also noch irgendetwas, was heute kommen soll? Heute? Nee, aber morgen zweimal Nahrung. Ansonsten höchstens das Dolch mehr wert sind. Also, verhökern. Ein Stück Rüstung, bitte. Du bist der Erste heute. So, ich ihn jetzt trotzdem verkaufe. Ganz einfach, damit ich ein bisschen Kombo kriege. Wie viel? Das ist 360. Ah, oh, nee, du willst mir verkaufen, okay. Ja. Halt. Wir sind noch nicht bei der. Wir kriegen wesentlich mehr Geld dafür. Und der will sich gleich schnappen. Gute Wahl. Oh, die wollte uns gar nicht verkaufen. 30.000 plus und... Tag 20. Der Preis für Schwerrüstung ist gestiegen. Gut. Der Hutboom hat geändert. Motion Skill Masters. Your wife is... Deine Frau sucht nach dir. Also Wedding Machine. Vending Machine. Okay. Change Counter. Halt, ihr wollt noch was anderes. Nein, das ist... Aber auch hier ist dunkel. Es muss das Dunkel geben. Kurzum, ohne Wut gibt es kein Böse, ohne Licht gibt es auch keinen Schatten. Oder umgekehrt, egal. Break Sword. Und das wäre es dann auch erstmal für. Erstmal, yep. Also. Bis dann, Leute.